Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich, dass ich euch wieder begrüßen darf aus dem noch immer etwas sonnigen Süden. In manchen Gegenden ist schon der tiefe Winter eingekehrt, scheinbar. Bei uns gibt es noch ein bisschen Sonnenschein. Ja, und ich freue mich, dass wir heute diesen Abend wieder erleben dürfen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit Interesse dabei, habt auch eure Bibeln dabei, vielleicht ein Notizwerkzeug, sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken mitzunotieren oder auch vor allem die Bibel mit aufzuschlagen und vielleicht das eine oder andere den einen oder anderen Bibeltext zu notieren. Der Titel für den heutigen Abend, den haben wir wieder angegeben. Es geht um die Deutung des Elia im Neuen Testament. Wir werden uns heute mit verschiedenen Aussagen aus dem Neuen Testament beschäftigen, die das ganze Thema des Elia aus dieser Sicht vor 2000 Jahren etwas darstellen, wie man sich das damals vorgestellt hat. Ich möchte euch einladen, dass wir gleich wieder mit einem Gebet beginnen, bevor wir in unser Thema wieder einsteigen. Unser lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen, dass du uns durch diesen Tag wieder begleitet hast, durch die vergangene Woche. Wir danken dir, dass du uns heute Abend die Gelegenheit wieder schenkst, dass wir wieder an diesem Thema, dieser letzten Prophezeiung im Alten Testament weiterarbeiten dürfen. Gib uns auch heute wieder wichtige Gedanken, lass uns Zusammenhänge verstehen, die mit diesem letzten Rettungswerk zu tun haben, das du durch die Sendung des Propheten Elia für diese Menschheit in dieser letzten Zeit vorgesehen hast. Wir bitten dich, dass du alle Störende fernhältst und dass wir konzentriert und im rechten Geiste miteinander verbunden sein können und dass wir dein Wort verstehen. Lass uns durch deinen Heiligen Geist erleuchtet sein, dass er uns in alle Wahrheit führt. Hab Dank für deine Gegenwart und für diese Möglichkeit, die wir wieder haben dürfen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, dann wollen wir uns vielleicht zunächst kurz an das erinnern, was wir das letzte Mal gesprochen haben. Und zwar ging es um die Frage, welchen Elia hat Malachi in seiner letzten Prophezeiung, in den letzten Worten seines prophetischen Buches grundsätzlich gemeint? Das war unsere Frage. Das war nicht eine Vorhersage des Elia, der damals zur Zeit Ahabs gelebt hat, sondern es war eine Vorhersage eines Elia, der in Zukunft im Volk Israel der in Zukunft für diese Welt von Gott gesandt werden sollte. Wir haben uns die Frage gestellt, wie die Juden es damals verstanden haben. Wir haben gesehen, sie hatten diese Prophetie gekannt. Sie haben sehr deutlich auf den Propheten Elia gewartet. Das war eine Erwartung, die sie genauso hatten wie die Erwartung des Messias. Und das ist auch bis heute so geblieben. Im Judentum ist die Erwartung des Kommen des Propheten Elia ganz eng verbunden mit dem Kommen des Messias. Wenn der Elia nicht kommt, kommt der Messias nicht. Und der Messias kommt nicht ohne Elia. Das ist für jeden frommen Juden, der sich etwas an seinem Alten Testament orientiert, absolut klar. Der Elia ist für das ganze Judentum immer eine Erwartung eines Wegbereiters, was immer man darunter dann versteht, aber er sollte die Menschen und er sollte besonders das Volk Israel, so glauben es die Juden bis heute noch, besonders auf dieses Kommen des zukünftigen Messias vorbereiten. Nachdem sie ja nicht glauben,
dass der Messias schon da war, dass Jesus der Messias war, glauben sie natürlich auch nicht, dass Johannes der Täufer der Elia war. Das heißt, das Zeugnis, das Jesus über Johannes den Täufer gegeben hat, dass er der Elia war, ist er damals von den Juden ebenfalls nicht angenommen worden. Trotzdem hat Jesus eine Aussage in dieser Richtung gemacht, aber wir haben gesehen, auch das letzte Mal schon, die Juden haben natürlich unter den Elia den buchstäblichen Elia verstanden und glaubten, da muss der Elia wiederkommen, der schon einmal da war, der in den Himmel aufgenommen wurde und der sollte wiederkommen in leibhaftiger Gestalt. Das ist die Erwartung, die die Juden damals hatten und auch heute. Und dann gerade wir haben ja das letzte Mal auch gesehen, tatsächlich war es so, dass der Elia buchstäblich am Berg der Verklärung erschienen ist. Da kam er aber nicht, um dem Volk zu erscheinen. Niemand vom Volk Israel hat ihn gesehen, als er da oben am Berg erschienen ist. Gerade Jesus mit seinen drei Jüngern, die da oben waren. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, und diese drei Jünger haben sogar den größten Teil dieses Besuches vom Himmel, Mose und Elia, die dort oben waren, eigentlich verschlafen. Und ich glaube, der Himmel wird uns einmal offenbaren, wenn uns Gott die Gnade schenkt, dort einmal zu sein, was dieses Verschlafen der Jünger für Folgen hatte. Wie viel sie erfahren hätten können, wenn sie mit Elia und Mose, die vom Himmel gekommen waren, auch ein Gespräch führen hätten können. Und das wäre sicher möglich gewesen. Aber das war vorbei. Als sie vom Berg herunterkamen, zur Erinnerung, schlagen wir noch einmal Matthäus 17 auf, wo diese Geschichte vom Verklärungsberg beschrieben wird. Und achtet darauf, gerade diese Geschichte vom Verklärungsberg ist den Schreibern des Neuen Testaments so wichtig gewesen, dass alle drei Evangelisten, also drei, außer dem Johannes, der Johannes hat diese Geschichte nicht geschrieben, aber Matthäus, Markus, Lukas, alle drei haben diese Geschichte sehr ausführlich geschildert. Das zeigt, dass für sie diese Geschichte sehr wichtig ist. Und obwohl die Jünger, die mit Jesus auf dem Berg waren, bis zur Auferstehung Jesu über diese Geschichte nicht geredet haben, weil Jesus ihnen auch gesagt hat, sie sollen nicht reden, war ihnen dann in der Berichterstattung diese Geschichte doch sehr wichtig. Und als sie da vom Berg herunterkamen, nicht, da hat Jesus seinen Jüngern verständlich gemacht, was er von dieser Prophezeiung des Elia hält, nachdem die Jünger ihn fragten im Vers 10, was sagen denn die Schriftgelehrten zuvor, müsse der Elia kommen? Und wir erinnern uns jetzt noch einmal dieser Worte, lesen wir sie noch einmal im Vers 11. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Damit hat er eine Aussage auch schon gemacht über die Aufgabe, über das Ziel, über die Absicht, die Gott mit dem Elia hatte. Und achtet, das ist nicht eine oberflächliche Formulierung, die Jesus hier getroffen hat, kann nicht gewesen sein, sondern er sagt hier ganz deutlich, der Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Jetzt muss man sich fragen, als Johannes der Täufer, von dem ja Jesus dann hier sprach, denn es heißt ja weiter, doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. Eine tragische Aussage. Getan mit ihm, was sie wollten. Nicht, was Gott wollte mit ihm, sondern was sie wollten. So wird auch des Menschensohn leiden müssen von ihnen. Da kündigt Jesus auch schon an, dass es ihm gleich gehen würde wie diesem Vorwegbereiter. Das heißt, dass die Juden zwischen dem Wegbereiter, zwischen den Gott als Wegbereiter zu ihrer Vorbereitung auf den Messias gesandt hat keinen Unterschied machen werden, wie sie dann den Messias, dessen Weg dieser Elia vorbereiten soll, behandeln werden. Wir werden da im Laufe unseres Themas noch darauf zurückkommen. Das wird mehrere Male wiederholt.
Dann heißt es hier im Vers 13, da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Jesus sprach also nicht von diesem buchstäblichen Elia, aber in Anlehnung an diese Prophezeiung des Malachi sagt er hier, dass Johannes der Täufer dieser Elia war. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, als Johannes von den Leuten gefragt wurde, die von den Schriftgelehrten und den Pharisäern zu ihm gesandt wurden, um ihn zu fragen, was er dort macht am Jordan. Wir haben diese Geschichte in Johannes 1 gelesen. Und wo sie ihn dann gefragt haben, bist du der Elia? Da hat Johannes einfach ganz ohne Überlegen hat er gesagt, nein, ich bin es nicht. Und da stellt sich die Frage, warum hat Jesus von Johannes dem Täufer gesagt, er ist der Elia? Und warum hat Johannes selber, als man ihn fragte, bist du der Elia, mit Nein geantwortet? Das kann man nur dadurch verstehen, dass man davon ausgehen kann, dass eben Johannes der Täufer offensichtlich wusste, dass die Juden, als sie ihn diese Frage stellten, bist du der Elia, an den buchstäblichen Elia glaubten. Dass sie der Meinung waren, und das hat der Johannes sicherlich gewusst, die sind der Meinung, ich sei der buchstäbliche Elia, denn auf den haben sie gewartet. Und aus dieser Perspektive heraus war die Antwort natürlich richtig, dass er gesagt hat, nein. Aber warum sagt dann Jesus trotzdem, er war der Elia, der kommen soll, der alles zurechtbringen soll? Alles zurechtbringen bedeutet, der alles, was dem Kommen des Herrn ein Hindernis ist, alles, was der Erlösung durch das Kommen des Messias ein Hindernis sein sollte, dass das alles ausgeräumt wird. Und wenn wir jetzt zurückschauen, das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt, dann müssen wir fragen, ja, wie hat Jesus das gemeint, dass er dann trotzdem sagt, er ist der Elia, obwohl er nichts zurechtgerichtet worden ist von dem, was er hier angekündigt hat und was auch bei Malachi angekündigt war. Der Tag des Herrn, der schreckliche Tag des Herrn, vor dem der Prophet Elia gesandt wird, der war ja noch nicht da. Wir sind jetzt 2000 Jahre später und der Tag des Herrn ist noch immer nicht da. Die Auferstehung der Toten, wo die Juden geglaubt haben, wenn der Elia kommt, dann kommt gleich der Messias und dann kommt es zur Auferstehung der Toten. Und jetzt sagt Jesus, der Elia war schon da. Der Messias war auch schon da, damals aus unserer christlichen Sicht, aber die Auferstehung der Toten hat noch nicht stattgefunden. Die ja mit dem Kommen des Messias und mit dem Kommen des Elia irgendwo parallel einhergehen sollte. Und das ist auch das, was die Juden bis heute als Argument haben, warum sie nicht glauben können, dass der Johannes der Täufer der Elia war und Jesus auch der Messias. Weil das hat ja noch alles nicht stattgefunden. Die Welt lebt weiter in Elend, in Not. Das Volk Israel ist weiter in Unterdrückung, zerstreut in alle Lande. Und ich erinnere mich, als ich vor einigen Jahren in Wien bei einer ökumenischen Versammlung gegenwärtig war, wo auch Juden dazu eingeladen wurden. Und das hat mich dann besonders interessiert. Ich war damals in Wiener Neustadt und bin dann hingefahren. Und da hat dann auch eine Rabbinerin, die damals in Wien war, einen Vortrag gehalten. Und die hat dort mit ein paar kurzen Sätzen den Christen, die da versammelt waren, verständlich machen wollen, warum es ein Unsinn ist, völlig verkehrt zu glauben, dass Jesus der Messias gewesen sein sollte. Und sie hat da einen Satz gesagt und hat sie gesagt, schauen Sie, wir leben ja doch immer noch in Elend und Not in dieser Welt. Das Volk Israel ist immer noch in Gefahr und immer noch in Unterdrückung und wird immer noch gehasst unter allen Völkern und verfolgt. Also wenn der Messias kommt, wird er das alles aufhören. Folgedessen ist das für sie ein Beweis gewesen, dass der Messias noch nicht da ist. Und da haben sogar einige Leute diese Aussage dort beklatscht in diesem Raum, wo verschiedene christliche Gemeinschaften zusammen waren, darunter auch Leute, die eben auch eine andere Vorstellung vom Kommen des Elia und vom Kommen des Messias haben, als wir sie von der Bibel her haben. Das heißt,
Man muss das auch von der Seite verstehen. Im Alten Testament war ja auch angekündigt, wenn der Messias kommt, dann wird das Heil für das Volk Israel kommen, dann wird nicht nur das Heil für das Volk Israel, sondern es kommt das Heil auch für die Welt. Dann wird Leid, Tod und Elend wird ja aufhören. Und jetzt kam der Elia und der Messias und das Ganze geht weiter. Und Tatsache ist aber, dass das jüdische Volk seit Malachi diese Prophezeiung ausgesprochen hat, auf den Elia und auch auf den Propheten, der von Mose angekündigt war, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden, gewartet haben. Und auch auf den Messias, der angekündigt war. Das war eine lange Wartezeit. Wenn wir daran denken, von Malachi bis zur Zeit, wo Jesus aufgetreten war und Johannes aufgetreten war, sind über 400 Jahre vergangen. Und man muss sich die Frage stellen, haben die Juden im Alten Testament, als sie den Malachi gehört haben, zu verkündigen und anzukündigen, dass Gott den Propheten Elia senden wird, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, haben die eine Vorstellung gehabt davon, dass es noch 400 Jahre dauern wird oder jetzt, wie es noch weitergegangen ist, 2000 Jahre? Wir dürfen hier nicht vergessen, dass das ganze Alte Testament keinerlei Hinweis gibt, dass der Tag des Herrn in weiter Ferne sein würde. Im Alten Testament ist auch der Tag des Herrn immer als sehr nahe angekündigt worden. Der Tag des Herrn ist nahe. Jesaja schreibt es, Joel schreibt es, Obadja schreibt es. Durchwegs fast alle Propheten, die vom Tag des Herrn berichten, da gibt es Texte nacheinander, die immer davon sprechen, der Tag des Herrn ist nahe. Gott hat den Tag des Herrn, und das ist auch eine Beobachtung, die Ellen White sehr klar gemacht hat, dass wir durch die ganze Bibel gehen können und wir werden nie einen Hinweis darauf finden, dass Gott den Eindruck vermittelt hat und den Menschen irgendwo den Eindruck vermittelt hat, dass der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts auf der einen Seite für die Gottlosen und der Tag der Erlösung für die Gläubigen, für die Wartenden, lange Zeit ausbleiben würde. Und das ist auch im Neuen Testament nicht so. Gott hat im Neuen Testament keinen Anlass gegeben, den Menschen zu glauben, dass das noch sehr lange dauern wird. Selbst in der Offenbarung, obwohl diese Zeitprophezeiungen, wenn wir sie im Nachhinein studieren, alle auf lange Zeiträume hinweisen, aber die Aussagen direkt, selbst in der Offenbarung, die Offenbarung schließt ja mit dem Wort, siehe, ich komme bald, trotz der langen prophetischen Zeitweissagungen, die wir dort drinnen haben. Also das ist ein Phänomen in der Darstellung des Tages des Herrn, in der biblischen Prophetie, dass immer das Ereignis sehr nahe angekündigt war. Und die Menschen, die gelebt haben, waren immer sehr auf eine Naherwartung aus. Ja? Jetzt 400 Jahre sind bis zur Zeit Jesu vergangen und da war keine Spur von einem Propheten, den Gott ihnen gesandt hat. Kein Elia war gekommen, kein Messias und der Tag des Herrn ließ auf sich warten. Es kam eine Zeit ohne Propheten. Genau das Gegenteil ist eingetroffen. Gott kündigt einen Propheten an durch Mose schon. Und auch diese Prophezeiung ist so gegeben, als hätte dieser Prophet gleich in Kanaan kommen sollen, als sie dort in das Land gezogen seien. Aus ihnen wird er einen Propheten erheben wie Mose, auf den sollen sie hören, nicht? Das haben wir das letzte Mal schon angesprochen auch. Und dann kam da eine Zeit mit über 400 Jahre prophetenlose Zeit. Große geistliche Finsternis. Aber eigentlich war auch das angekündigt. Auf der einen Seite das Versprechen, er wird einen Propheten senden, der Tag des Herrn wird vorbereitet, er ist nahe. Und auf der anderen Seite Ankündigung, dass sie keine Propheten haben werden.
lesen wir diesbezüglich einige Texte, und damit möchte ich euch auch aufmerksam machen, wie oft eigentlich Gott im Alten Testament angekündigt hat, dass es eine Zeit, dass Israel eine Zeit ohne Weissagung und ohne Propheten haben würde. Und zwar, den ersten Text haben wir hier in Jesaja 29, Jesaja Kapitel 29, ab Vers 9 lesen wir hier, in meiner Bibel ist da dieser Abschnitt überschrieben, die Verblendung des Volkes. Und das heißt es hier, starret hin und werdet bestürzt, seid verblendet und werdet blind. Seid trunken, doch nicht vom Wein, taumelt, doch nicht von starkem Getränk. Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure Augen die Propheten zugetan und eure Häupter die Seher hat er verhüllt. Darum sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der lesen kann und spricht, lies doch das, und er spricht, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder dass man einem gibt, der nicht lesen kann und spricht, lies doch das, und er spricht, ich kann nicht lesen. Das ist eine tragische Prophezeiung, die wir hier haben, denn zu dem Zeitpunkt, wo der Prophet diese Aussage gemacht hat, gab es ja noch Propheten. Da hat Gott die Augen der Propheten noch nicht zugetan. Folgedessen ist das, was wir hier lesen, was in Gegenwart geschrieben ist, eigentlich eine Prophezeiung, die der Prophet Jesaja hier spricht, wo er den Juden ankündigt, dass Gott die Augen der Propheten zutun wird, dass sie nichts mehr sehen werden, dass ihnen keine Offenbarungen mehr gegeben werden. Und das, was bereits geschrieben wurde, was Propheten bereits geschrieben haben, dass sie das nicht verstehen werden. Dass ihnen der Blick dafür genommen wird, dass ihnen die Erkenntnis genommen wird. Und jetzt muss man fragen, ja, warum macht das Gott? Wie hat das funktioniert? Wie hat Gott das gemacht? Hat er buchstäblich die Augen der Propheten zugetan? Wie ist das gewesen? Warum hat er das gemacht? Im Vers 13 kommt die Antwort, da heißt es, und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen, mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum will ich hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Das heißt, hier wird ganz klar zum Ausdruck gebracht, das Volk war ungehorsam, hat den Botschaften der Propheten nicht mehr gehorcht, haben die Propheten verworfen, war nicht bereit, ihr Leben zu verändern. Und Gott hat ihnen immer wieder Propheten gesandt, aber hier hat er angekündigt, er wird ihnen die Propheten nehmen. Es wird keine Prophezeiung mehr geben werden und die Prophezeiungen, die gegeben worden sind, werden sie nicht mehr verstehen. Eine prophetenlose Zeit. Und wir müssen eigentlich die Frage stellen, wenn es im Alten Testament eine 400 Jahre lange prophetenlose Zeit gegeben hat, die dadurch begründet war, dass das Volk, zu denen diese Propheten gesandt wurden, die von Gott bevorrechtet waren, dass sie Propheten hatten und Weissagungen hatten, aber diese Weissagungen abgelehnt haben und dass das der Grund war, warum Gott ihnen dann die Propheten genommen hat und es eine lange Zeit prophetenloser Zeit gegeben hat, dann müssten wir uns eigentlich die Frage stellen, könnte sich diese Geschichte auch in neutestamentlicher Zeit wiederholt haben und sich gegenwärtig auch wiederholen, selbst in unseren eigenen Reihen? Wenn wir das Alte Testament studieren, hat Gott eigentlich immer seinem Volk, seiner Gemeinde, Propheten versprochen. Er hat ihnen immer versprochen, dass er sie durch Propheten, durch geistliche Augen führen wird. Wenn dann aber Zeiten gekommen sind, wo das nicht mehr gemacht worden ist, dann müssten wir uns fragen, im Alten Testament war es jedenfalls so, dass das immer eine Zeit war, wo das Volk nach langer Zeit prophetischer Verkündigung
die Propheten abgelehnt haben, nicht gehorsam gewesen sind und Gott ihnen dann das entzogen hat. Könnte sein, dass das Christentum Jahrhunderte durch das Mittelalter ohne prophetische Führung sein mussten, weil sie auch abgefallen sind. Und wir müssen diese Frage selbst in unseren eigenen Reihen stellen. Wenn wir vor 160 Jahre zurückdenken, hat Gott der Adventgemeinde auch in der Frühgeschichte gleich am Anfang eine Prophetin geschenkt. Und man muss fragen, was hat man mit ihr gemacht? Wie ist sie aufgenommen worden? Wie viel von dem, was sie geschrieben hat, hat man wirklich umgesetzt und in die Praxis des Lebens übertragen? Und wir müssten uns fragen, auch der Gemeinde der letzten Zeit sind der Propheten angekündigt worden. Joel hat ganz deutlich davon gesprochen. Und wir werden dann später in unserem Thema, wenn wir weitergehen, auch in dieser Prophetie, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, werden wir uns die Frage stellen, ist damit nur ein Prophet gemeint? Es gibt ja unter Adventisten die Vorstellung, dass Ellen White dieser Prophet Elia war. Aber dann ist dieser Prophet Elia jetzt im Grab, wenn das so zu deuten wäre. Das kann es nicht sein. Der große und schreckliche Tag ist noch vor uns. Und da braucht es noch einmal, da braucht es einen Propheten Elia, da muss sich diese Prophezeiung erst richtig erfüllen. Aber wir werden uns ja dann Gedanken machen müssen, wie dieser Prophet dann vor diesem Ende dann zu verstehen ist, in welcher Form er erscheinen sollte. Sind ja alles Fragen, die wir uns stellen wollen und denen wir auch nachgehen wollen. Schauen wir noch einen weiteren Text an im Buch Micha, im Propheten Micha. Ein kleiner Prophet, der Prophet Micha. Und zwar schlagen wir dort das dritte Kapitel auf, Prophet Micha, Kapitel 3, und da Vers 5 und 6. Oder ja, im Vers 5. Und der Prophet Micha war ja ein Zeitgenosse des Propheten Jesaja. Zur selben Zeit haben die beiden miteinander gewirkt, haben also dieselbe Abfallsituation des Volkes erlebt. Und da lesen wir ab Vers 5, so spricht der Herr, wieder die Propheten, die mein Volk verführen, die da predigen, es werde gut gehen, wenn man ihnen zu fressen gibt. Wer ihnen aber nicht ins Maul gibt, dem predigen sie, es werde ein Krieg kommen. Achtet darauf, da gab es Propheten, neben Micha, neben Jesaja. Das waren eben diese sogenannten falschen Propheten, die das Volk verführten und dem Volk gute Zeiten voraussagten, obwohl es im tiefen Abfall und obwohl es abgekehrt von Gott gelebt hat. Und predigten nur, eben, wenn die Leute ihnen was zum Essen gegeben haben, dann haben sie ihnen gut geredet. Und wenn nicht, das ist ja auch ein Bild, nicht, wie das damals abgelaufen ist, wovon sich da diese Propheten abhängig machen haben lassen und auch das Volk. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und doch ist es leicht vorstellbar, denn die Leute haben ihnen nach ihren Vorstellungen gepredigt, nach dem, was sie hören wollten. Im Vers 6 heißt es dann, darum soll euch die Nacht ohne Gesichte sein und die Finsternis ohne Wahrsagung. Die Sonne soll über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen finster werden. Und die Seher sollen zu Schanden und die Wahrsager zu Spott werden. Sie müssen alle ihren Bart verhüllen, weil kein Gotteswort mehr da sein wird. Also auch wieder eine ganz klare Ankündigung. Man kann das als eine Art Gerichtsankündigung verstehen, die Gott hier dem Volk angekündigt hat. Hier wird nicht davon gesprochen, dass er Zerstörung, Unheil und Elend und Not und Dürre und Katastrophen senden wird, sondern er wird ihnen einfach die Propheten wegnehmen. Und jetzt muss man sich fragen, ja, was hat das für Folgen, wenn Gott ihnen Propheten wegnimmt? Wahrsagung, Weissagung, also richtige Weissagung wegnimmt, wenn sie kein Licht mehr haben, wenn sie keine richtige Orientierung mehr haben durch die Propheten, was hat das dann für Folgen? Dann heißt das Abkehr von Gott, dann hat das für Israel bedeutet noch mehr in den Götzendienst, sich eigene Propheten machen, sich eigene Lehren zusammenzuschmieden und letztendlich das Wort Gottes mehr und mehr zu verlassen. Und das hat dann
logischerweise wieder weitere Folgen, denn das wird nach dem, was auch schon Mose angekündigt hat, Gerichte und alle möglichen negativen Erscheinungen, äußere Erscheinungen mit sich bringen. Das war angekündigt etwa um 700 vor Christus. 300 Jahre haben sie noch Propheten gehabt. Das heißt, über 300 Jahre hat, oder etwa 300 Jahre hat sich diese Prophezeiung nicht erfüllt. Gott hat ihnen immer noch Propheten gesandt. Selbst als sie in der babylonischen Gefangenschaft waren, hat er immer noch durch Propheten zu ihnen gesprochen. Aber dann kam eine Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, nach dem Wiederaufbau des Tempels, wo Gott wieder eine Reformation mit dem Volk durchführte und wo er eigentlich die schönsten Verheißungen gegeben hat für das Volk. Nach dieser Gefangenschaft sollte dieses Volk zu einem blühenden Beispiel für alle Völker werden. Und was kam? Die prophetenlose Zeit. Genau das Gegenteil, was er ihnen eigentlich auf der anderen Seite versprochen und angekündigt hat. Lesen wir noch in Hesekiel einen Text, Hesekiel 7. Der Prophet Hesekiel war jetzt etwa 150 Jahre nach Jesaja. Den ordnen wir ungefähr also in der Zeit ein, wo das Volk schon in die babylonische Gefangenschaft gegangen ist. Also so 597, 98 etwa wird der Prophet Hesekiel eingeordnet. Hesekiel 7 lesen wir Vers 22 bis 27. Da kündigt Gott durch den Propheten Hesekiel den Juden in der Gefangenschaft, aber auch den Juden, die zurückgeblieben sind in Jerusalem, Folgendes an. Sie haben ihre edlen Kleinode zur Hoffart verwendet und Bilder ihrer greulichen Götzen, ihrer Scheusale daraus gemacht. Darum will ich ihnen all das zum Unrat machen und will es Fremden in die Hände geben, dass sie es rauben und den Gottlosen auf Erden zur Beute, dass sie es entheiligen. Ich will mein Angesicht von ihnen abwenden und mein Kleinod soll entheiligt werden. Das Kleinod, von dem hier die Rede ist, meint den Tempel, das Wertvolle, ja, dieses Schmuckstück. Das soll entheiligt werden. Ja, Räuber sollen darüber kommen und es entheiligen. Mache Ketten, denn das Land ist voll Blutschuld und die Stadt voll Frevel. So will ich die Schlimmsten unter den Völkern herbringen. Die sollten ihre Häuser einnehmen und ich will der Hoffart der Gewaltigen ein Ende machen und entheiligt werden ihre Heiligtümer. Hat sich dann alles erfüllt. Angst kommt, da werden sie Heil suchen, aber es wird nicht zu finden sein. Und da muss man sich fragen, wird sich diese Geschichte wiederholen? Hat sie sich wieder wiederholt in der neutestamentlichen Zeit, wo Unheil über Unheil gekommen ist, ein Krieg, eine Katastrophe, eine Seuche nach der anderen? Wie wird es in Zukunft weitergehen? Vers 26 heißt es, ein Unglück wird über das andere kommen. Das wird jetzt nicht für die Endzeit gesagt, das wird dem Volk Israel damals schon gesagt, aber wir haben es hier mit einem Wiederholungseffekt offensichtlich zu tun. Ein Unglück wird über das andere kommen, eine schlimme Kunde nach der anderen. So werden sie dann eine Offenbarung bei den Propheten suchen, auch wird nicht mehr Weisung bei den Propheten noch Rat bei den Ältesten sein. Das heißt, in dieser Notzeit, die kommen wird, aufgrund des Ungehorsams, der Gottlosigkeit und des Abfalls von Gott, werden sie dann irgendwo suchen, die Propheten, die sie vorher verworfen haben, und werden versuchen, dann ein prophetisches Wort zu finden, um aus dieser Not irgendwo eine herauszufinden und eine Orientierung zu bekommen, wie es weitergeht. Und sie werden keine finden. Das erinnert uns auch an die Zeit, von der Amos gesprochen hat. Der Prophet Amos, der hat ja auch so etwas angekündigt im Alten Testament, also auch einer dieser Propheten. Amos 3, nein, Entschuldigung, das ist jetzt nicht diese Stelle. Amos Kapitel 8, Vers 11. Eine bekannte Stelle, wird geübten Bibellesern sehr deutlich in Erinnerung sein. Das ist eine Vorhersage, die ebenfalls
für das Volk Israel in erster Linie gedacht war, aber darüber hinaus wird sie sich am Ende noch einmal erfüllen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Eine Tragik. Auch das ist eine Aussage, die zeigt, dass es hier zu dieser Zeit keine Propheten geben wird, kein Wort des Herrn mehr. Jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, wie passt denn das hinein in diese Prophezeiung des Malachi? Der hat doch angekündigt, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, kommt der Prophet Elia. Und der wird alles zurechtbringen. Und der wird die Menschen, die Herzen der Väter bekehren. Und jetzt steht aber hier genau das Gegenteil, da wird kein Wort da sein. Da muss man sich fragen, wird hier irgendwo, und wir haben das hier in unserem Eingangsthema schon angedeutet und die Frage schon angesprochen, heißt das, dass hier auch dieses Werk des Propheten Elia am Ende der Zeit irgendwo nicht fruchten wird, dass es scheitern wird, dass viele dieses Werk nicht annehmen werden, dass sie die Botschaft nicht annehmen werden, solange sie da ist und ihnen dann kein Wort mehr von Propheten und Offenbarungen gegeben werden wird? Die Geschichte wird sich wiederholen. Eine prophetenlose Zeit in Israel, wo Gott eigentlich genau das Gegenteil verheißen hatte, dass er einen Propheten senden wird, und speziell diesen Propheten Elia. 400 Jahre lang in Finsternis. Und wenn wir die Geschichte des Judentums in diesen 400 Jahren anschauen, dann werden wir merken, da ist eigentlich die Zeit gekommen, wo dann letztendlich der Abfall und die Verirrung, die geistliche Finsternis so groß war, dass dann letztendlich das Ganze sogar in die Verwerfung Jesu, in die Verwerfung des Johannes des Täufers vorher und letztendlich in die Kreuzigung Jesu geführt hat. Also eine tragische Geschichte. Und doch hat Gott diese prophetenlose Zeit irgendwo wieder beendet. Durch Daniel hat er ankündigen lassen, sogar durch diese Zeitweissagung in Daniel 9, wenn wir das aufschlagen, um uns das in Erinnerung zu rufen, durch den Propheten Daniel, und das ist ja bemerkenswert und das sollten wir hier auch beachten, der Prophet Daniel war der Prophet, den Gott benutzt hat, um die Geschichte so vorauszusagen, wie sie letztendlich kommen wird, aufgrund des Abfalls des Volkes Israels und dann auch aufgrund des Abfalls und des Unglaubens und des Ungehorsams, der Gottlosigkeit der neutestamentlichen Gemeinde. Das heißt, durch den Propheten Daniel hat Gott gleich die Weltgeschichte vorausgezeichnet, wie sie sein wird, aufgrund dieses Abfalls. Und diese Prophezeiungen von Daniel, wo er hier auch den Messias ankündigt, der erst nach 70 Wochen kommen sollte, nach 7 Wochen und 62 Wochen, wie wir es hier haben in Daniel 9, das sind über 400 Jahre, da sollten wir uns die Frage stellen, war das der eigentliche ursprüngliche Plan Gottes, dass die Juden noch 400 Jahre warten sollten, bis dann der Prophet Elia kommt, bis der Erlöser kommt, bis ihr das Heil für das Volk kommen sollte. Wenn wir die Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel, Daniel oder außer Daniel die anderen Propheten lesen, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, dann haben sie alle den Tag der Erlösung, der auch gleichzeitig der Tag des Gerichts war, als nahe beschrieben. Das heißt, Daniel hat hier in seinen Weissagungen aber letztendlich von Gott die Prophezeiungen bekommen, die schon auf diesen Ungehorsam reagieren, die auch schon diese prophetenlose Zeit mit einkalkulieren, die Gott eigentlich nicht haben wollte. Aber es nicht anders gegangen ist, weil eben das Volk nicht in den Wegen Gottes gewandelt hat. Und hier in diesem Text, Daniel ist in der Gefangenschaft, also in der babylonischen Gefangenschaft, in Daniel 9, bekommt er Besuch vom Engel Gabriel. In einem ernsten Gebet, dass er um die Heimkehr des Volkes Gottes zu Gott emporsteigen lässt.
Er liegt, im Vers 18 können wir das lesen, nicht? Wo er betet, neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das heißt also hier ganz deutlich, dass der Daniel hier gebetet hat und dass mehrere mit ihm waren, die um das Heil, um die Zuwendung Gottes für dieses zerstörte Jerusalem gebetet hat. Und dann kommt der Engel Gabriel und in Vers 25 sagt er ihm hier, so wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Also auch hier wird eine kummervolle Zeit angekündigt, die das Volk Israel erleben würde beim Wiederaufbau Jerusalems. Aber trotz dieser kummervollen Zeit hat Gott hier angekündigt, dass der Gesalbte kommen wird, dass die Stadt aufgebaut wird und dass er kommen wird. Und seit dieser Prophezeiung haben natürlich die Juden auf diesen Messias gewartet, wie sie auch auf die Erfüllung des Johannes des Täufers, also die Erfüllung des Propheten Elia gewartet haben. 400 Jahre sind vergangen und dann kommt dieser Engel Gabriel, wird er, so wie er damals in das Land Israel, Daniel war nicht im Land Israel, war in Babylon, so wie der Engel Gabriel damals nach Babylon gesandt worden ist, um anzukündigen, auch die Zeit, wann der Messias kommen würde. Und dem Messias sollte dann natürlich dieser Prophet Elia vorausgehen. Seit dieser Zeit haben die Juden darauf gewartet. Und etwa 400 Jahre danach kommt dieser Engel Gabriel, wird er wieder auf diese Erde gesandt, jetzt nicht nach Babylon, sondern jetzt nach Jerusalem. Und dort finden wir eine Geschichte, wo dieser Engel Gabriel das erste Mal nach 400 Jahren von Gott gesandt wurde und wo wieder ein Mann in Israel diese Engelserscheinung hatte. Man kann also diese Erscheinung, die Daniel dort hatte, des Engel Gabriels, diesen Besuch, vergleichen mit dem Besuch, den Zacharias bekommen hat, als er im Tempel war und mit seiner Frau Elisabeth verheiratet war und sich danach sehnten, einen Sohn zu bekommen. Wir kennen diese Geschichte. Und da ist der Zacharias, in Lukas Kapitel 1 lesen wir diese Geschichte, ist ein Tempel und dann heißt es plötzlich im Vers 11, Lukas 1, Vers 11, es erschien ihm aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten am Räucheraltar. Plötzlich direkt im Tempel, nicht draußen irgendwo am Fluss, wie das beim Daniel war, ja, oder in einer Vision, die er gehabt hat, sondern buchstäblich, der Mann ist im Tempel und bekommt himmlischen Besuch von dem Engel, der 700 Jahre oder 400, 500 Jahre vorher etwa angekündigt hat, dass der Messias kommen würde. Und Zacharias, Vers 12 heißt es, und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam ihn eine Furcht an, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Da war ein Mann, der hat um etwas gebetet. Und jetzt bekommt er eine Gebetserhörung und da wurde direkt der Engel Gabriel gesandt. Ein interessanter Vergleich, wenn ihr bei Daniel diese Geschichte dort lest, in Daniel 9 und in genau das Gleiche. Daniel hat gebetet und dann wurde dieser Engel Gabriel gesandt und hat ihm auf die Bitte, die er Gott dargebracht hat, eine Antwort gebracht. Das heißt, Gott zögert nicht, wenn wir ihn um etwas bitten, dass er uns auch Antworten gibt. Und wenn wir manchmal vielleicht zu wenig Antworten bekommen von Gott über die Dinge, die wir nicht verstehen oder die wir nicht erklären können, dann mag das vielleicht auch sein, dass wir zu wenig dafür beten und zu wenig ausdauernd dafür beten. Was wird ihm angekündigt jetzt hier? Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Ihr merkt, der Mann Zacharias hat nicht gebetet um das Kommen des Messias offensichtlich,
sondern er wollte einen Sohn haben, ein ganz natürliches Verlangen, das er hatte. War schon älter und hatte noch keinen Sohn. Aber er war ein gläubiger Mensch. Von ihnen wird gesagt im Vers 6, sie waren aber alle beide fromm vor Gott und wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Also eine fromme Familie. Und jetzt wird ihn angekündigt, er wird einen Sohn gebären, des Namens soll er Johannes heißen. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich seiner Geburt freuen. Eine sehr bemerkenswerte Aussage. Viele werden sich seiner Geburt freuen. Hat sich das erfüllt? Haben sich wirklich viele über die Geburt des Johannes des Täufers gefreut? Ja, wenn wir die Geschichte weiterlesen, werden wir merken, dass die ganze Verwandtschaft sich gefreut hat über das Kind, das dann Elisabeth bekommen hat, weil sie eben schon in einem Alter war, wo sie eigentlich kein Kind mehr bekommen sollte. Die Freude über das Kind war da, aber ob sie sich dann später noch gefreut haben und viele noch gefreut haben über diesen Johannes dem Täufer, das werden wir dann später noch sehen. Jetzt wird angekündigt von diesem Engel, was noch sein wird mit diesem Kind. Im Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und er wird schon von Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ein besonderes Kind, das sie jetzt angekündigt bekamen. Ein besonderes Kind, das von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein würde. Man muss sich fragen, wie ist das möglich, dass ein Kind vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kann? Ist das eine einmalige Geschichte oder können das auch andere Mütter erleben? Wenn wir die Bibel richtig studieren, dann werden wir drauf kommen, dass diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist eines Kindes vom Mutterleibe an auch mit dem zusammenhängt, wie Eltern selber leben. Wie gläubig sie sind, wie gottvertrauend sie ihr Leben leben und welches Ziel sie auch haben mit ihren Kindern, warum sie Kinder haben wollen. Man muss sich ja heute manchmal fragen, wozu Menschen heute unbedingt Kinder haben wollen. Wenn man da in die hohe Gesellschaft hineinschaut, nicht, da wird das zu einer Sensation gemacht und die ganze Welt ist dabei und wird informiert über dieses Kind, das geboren wird und jeder will wissen, ja, wie schaut das aus? Und man fragt sich, welche Motive sind da, wenn Eltern heute, ob hoch oder nieder, Kinder haben wollen oder sich auch von Gott Kinder erbeten wollen. Ist es darum, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dass sie groß werden vor Gott. Groß sein vor Gott ist das Gegenteil von groß werden in der Welt. Und heute wollen viele Kinder haben, um irgendwo den Kindern eine große Karriere zu ermöglichen und vielleicht selber dadurch noch groß zu werden, was man vielleicht selber als Eltern versäumt hat, das vielleicht durch den Kindern zu kompensieren. Das ist nicht der biblische Weg. Der biblische Weg ist, dass man groß sein kann vor Gott nur dann, wenn man mit Gott lebt, wenn man mit Gott wandelt, wenn man Gott gehorcht und tut, was Gott sagt. Aber dann wird man nicht groß vor dieser Welt sein. Und das Leben von Johannes dem Täufer zeigt uns, dass er vor dieser Welt nicht groß war. Die Welt hat ihn klein gemacht, ja, die Herrscher dieser Welt. Wie das dann auch bei Jesus war und wie es auch dem Elia im Alten Testament gegangen ist. Ja, weiter heißt es hier, der Engel kündigt an, und er wird der Kinder Israel viele zu Gott, ihrem Herrn, bekehren. Ist das nicht wunderschön? Der Zacharias bekommt die absolute Zusage, er wird viele der Kinder Israel zu Gott, dem Herrn, bekehren. Also das musste für einen Zacharias eine sehr verheißungsvolle Ankündigung gewesen sein und eine sehr ermutigende Ankündigung, dass sein Kind nicht irgendjemand sein wird. Nicht? Der war ja Priester und dann normalerweise wäre Johannes der Täufer natürlich ein Nachkomme dieses Mannes gewesen und wäre automatisch auch Priester gewesen und hätte den Priesterdienst im Tempel von Jerusalem eigentlich mit 30 Jahren, zu dieser Zeit war das Alter auf 20 Jahren herabgesetzt, also mit 20 Jahren hätte er eigentlich seinen Priesterdienst in Jerusalem antreten sollen.
Wenn wir seine Geschichte studieren, dann werden wir drauf kommen, dass er nicht mit 20 Jahren im Tempel gedient hat, dass sein Vater offensichtlich gar nicht dazu geführt hat, dass er im Tempel seinen Dienst antritt, obwohl das eigentlich vom Gesetz her notwendig gewesen wäre und vorgeschrieben war. Aber offensichtlich hat sich hier schon etwas anderes abgespielt. Der Johannes der Täufer ging nicht in den Tempel. Wir lesen nichts davon, sondern mit 30 Jahren erst, also nicht schon mit 20, sondern mit 30 Jahren etwa, ging er dann an den Jordan und wurde von Gott gerufen, etwas ganz anderes zu tun, als im Tempel seinen Dienst zu tun. Wenn wir diese Geschichte von der Seite betrachten, dann werden wir drauf kommen, dass Gott hier offensichtlich schon über dieses Priestersystem in gewisser Weise hinweggegangen ist. Zacharias war noch ein gläubiger Priester, aber 30 Jahre später muss man fragen, gab es da überhaupt noch einen gläubigen Priester? Denn die ganze Priesterschaft, die 30 Jahre später existiert hat, als dann auch Jesus gleich gekommen war, merken wir ja, die hat sich dann gegen Johannes den Täufer gestellt, als er angefangen hat zu predigen, und auch gegen Jesus gestellt. Die Priesterschaft war sich vollkommen einig, die beiden Leute, die beiden Gottesmänner hier abzulehnen und sie nicht anzuhören und das Volk vor ihnen zu warnen. Da gab es nicht einen Priester mehr, der irgendwo etwas dagegen sagte oder sich wagte, wo man sehen hätte können, da war noch ein gläubiger Priester. Da merken wir, welche Finsternis da eingetreten ist von der Zeit, als Johannes geboren wurde und wo der Engel Gabriel angekündigt hat, es werden viele sich seiner Geburt freuen und er wird alles zurechtbringen, wie Jesus das gesagt hat. Das sollte ja der Elia sein, denn im Vers 17 steht dann, und er wird vor ihm hergehen in Geist und Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein bereitet Volk. Meine lieben Freunde, wenn wir das so lesen, dann müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, hat der Engel Gabriel den Zacharias hier Märchen erzählt? Hat er irgendwelche Geschichten erzählt über den Johannes den Täufer, was der alles tun wird, was Gott ihm alles ermöglichen wird zu tun für das Volk? Wir wissen doch im Nachhinein, von dem Ganzen, was da angekündigt worden ist, wie viel ist denn da wirklich geschehen? Wenn wir uns dieses Werk hier ansehen, dann heißt es hier zunächst einmal, oder diese Ankündigung ansehen, dann hat jetzt hier der Engel Gabriel etwas Wichtiges gesagt. Er hat nicht gesagt, er wird der Elia sein, er wird die Erfüllung der Verheißung des Propheten Elia sein, wie es Malachi vorausgesagt hat. Nicht das war die Deutung jetzt hier des Engel Gabriel, als er dieses Kind angekündigt hat, sondern er hat gesagt, dieses Kind wird im Geist und in der Kraft des Elia dem Herrn den Weg bereiten und das Volk zur Bekehrung führen. Damit hat hier der Engel natürlich Bezug genommen auf Elia im Alten Testament und hat offensichtlich wohl auch eine Andeutung gemacht, dass in diesem Kind sich auch jetzt diese Prophezeiung erfüllen sollte, die angekündigt war von Malachi. Und das ist auch der Grund offensichtlich, warum Jesus gesagt hat über Johannes dem Täufer, er ist der Elia. Der Elia soll freilich kommen, aber er ist ja schon gekommen. Aber sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Sind diese Zusammenhänge, die wir hier haben können, dass Jesus die absolute Überzeugung hatte und dass er schon diesen Gedanken hatte, dass in Johannes dem Täufer sich diese Prophezeiung des Malachi eigentlich erfüllen sollte. Aber was ist daraus geworden? Hier steht ja genau noch einmal das, was in Malachi angekündigt wurde. Er wird in der Kraft des Elia vorausgehen, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Es wird jetzt nicht weiter gesagt, und die Herzen der Kinder zu den Vätern, sondern jetzt kommt etwas anderes.
die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Das war eine Aufgabe, die er hatte, die Herzen der Menschen zu bekehren, die Ungehorsamen. Und Bekehrung hatte immer damit zu tun, dass Menschen ungehorsam sind, gottlos, ungläubig sind und dass sie Bekehrung bedeutet, zurückzukehren zum Glauben, zum Gehorsam, zur Klugheit der Gerechten. Und da müsste man sich die Frage stellen, wie kann man einen Menschen vom Ungehorsam zur Klugheit der Gerechten führen? Worin besteht die Klugheit der Gerechten? Was ist das? Wenn wir die Bibel richtig lesen und wenn wir das einfach mit Logik angehen, zunächst einmal, die Klugheit der Gerechten, biblisch gesehen, kann nur bedeuten, dass das eben Menschen sind, die klug sind, die verständig sind, weil sie wissen, die Klugheit besteht darin, der Weisheit Anfang, was ist das? Ist die Furcht des Herrn, ist das Gesetz des Herrn. Der Gehorsam Gott gegenüber bringt den Menschen Weisheit und Erkenntnis. Daraus besteht die Klugheit der Gerechten, dass sie versuchen, sich von Gott und nicht von der menschlichen Weisheit zu erleuchten, sondern von Gottes Weisheit zu erleuchten. Und das war die Aufgabe des Johannes des Täufers, das ungehorsame Volk zur Klugheit der Gerechten zu führen. Und dann kommt dieser Satz, der mir sehr wichtig ist, zuzurichten dem Herrn ein bereitet Volk. Johannes der Täufer, aus diesem Zusammenhang des Textes, merkt ihr, dass der Engel Gabriel diesen Johannes des Täufer, dem Johannes den Täufer, der als Erfüllung dieser Prophezeiung des Malachi gelten sollte, den Elia nicht angekündigt hat, dass er die Welt bekehren soll, die ganze Welt bekehren soll, damit Gott die Welt nicht mit dem Bann schlagen sollte, wie wir das ja im Text dort drinnen haben, sondern offensichtlich ist hier der Johannes der Täufer gesandt worden, um Israel zu bekehren. Viele werden sich bekehren, heißt es hier. Und dann wollen wir uns die Frage stellen, hat sich das wirklich abgespielt? Wie ist es dem Johannes gegangen? War es ihm möglich, die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten zu führen? Wie sollte er denn das machen? Vielleicht noch dieser Text in Lukas Kapitel 1, der Zacharias, als der Johannes der Täufer dann geboren wurde, hat er hier in Lukas Kapitel 1 von Vers 67 bis Vers 80 ein Lobgesang ausgesprochen. Auf den werden wir da im Laufe unserer Thematik dann auch in den nächsten Stunden noch näher eingehen. Aber hier gehen wir auf den Vers 76 und 77 hin. Als das Kind geboren wurde, sagt Zacharias in diesem Lobgesang, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Das wusste Johannes, der Zacharias hier vom Tag der Geburt an und vom Tag, als diese Ankündigung da war. Da hat er das nicht vergessen. Der wird ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst vor dem Herrn hergehen, dass du seinen Weg bereitest. Und worin soll das bestehen? Im Vers 77. Und Erkenntnis des Heils gebe es seinem Volk in Vergebung ihrer Sünden. Das Volk vorzubereiten, den Weg des Herrn vorzubereiten, damit er kommen kann, damit er zur Erlösung kommen kann, aber auch zum Gericht der Gottlosen, bedeutet es, den Menschen eine Erkenntnis des Heils zu vermitteln. Und da stellt sich natürlich auch hier die Frage, was ist die Erkenntnis des Heils? Wie kann man Erkenntnis des Heils vermitteln? Woraus besteht das? Das war hier eine ganz konkrete Aufgabe des Johannes des Täufers. Das heißt, das kann man ganz einfach definieren. Erkenntnis des Heils vermitteln bedeutet, da muss der Mensch, der das tut, wissen, genau wissen, wie kann ein Mensch, der als Sünder lebt in dieser Welt, wie kann er zum Heil, zum ewigen Leben kommen? Wie kann ein Sünder gerecht vor Gott werden? Wie kann ein Sünder, auf dem das Todesurteil ruht, der in der Gefahr steht, verloren zu gehen, wie kann er gerecht werden
Und wie kann er gläubig werden? Wie kann er letztendlich erlöst werden? Also eine Theologie der Erlösung ist hier notwendig. Und wir müssen jetzt die Frage stellen, woraus hat denn die Theologie der Erlösung, die Johannes offensichtlich gepredigt haben musste, bestanden? Wir haben heute, wenn wir von der Theologie der Erlösung reden, es gibt in den theologischen Universitäten, auch in unseren eigenen Universitäten und Seminaren und Fakultäten und Colleges, wo man Theologie unterrichtet, wird dieses Fach gerne als Soteriologie verstanden. Ja? Die Soteriologie oder die Lehre von der Erlösung. Da gibt es ein eigenes Fach. Da gibt es Bücher über Bücher. Die christliche Theologie, man kann da Semester über Semester studieren und man hat das Gefühl, man kommt nie zu Ende. Ellen White hat davon gesprochen, von der Wissenschaft der Erlösung. Und es gibt heute die Meinung, das Thema der Erlösung ist das Einzige, ist das Leichteste, was eigentlich Leute verstehen müssen. Das kann man in ein paar Sätzen sagen. Wenn man es richtig verstehen möchte, wenn Menschen ehrlich sind, wenn Menschen aufrichtig sind, wenn Menschen offen sind, dann glaube ich, dass man es mit ein paar Sätzen sagen kann. Aber selbst Jesus ist es nicht gelungen, in ein paar Sätzen den Menschen zu sagen, wie sie das Heil erlangen können. Wie lange Predigten hat Jesus gehalten? Wie viel hat er predigen müssen? Tag für Tag, Jahr für Jahr, in diesen 3,5 Jahren ist er von Stadt zu Stadt, von Land zu Land gegangen und hat ja genau das Gleiche gemacht, was Johannes vor ihm getan hat und was alle Propheten eigentlich schon gemacht hat. Denn das war ja die Aufgabe aller Propheten, den Menschen Erkenntnis des Heils vermitteln. Und wir merken, so einfach ist das also doch nicht. Der Großteil der Menschen hat das nicht verstanden, was ihnen Propheten, was ihnen auch der Johannes der Täufer und was ihnen auch Jesus als Erkenntnis des Heils vermittelte. Offensichtlich war diese Erkenntnis ein Anlass, dass man sich gegen diese Menschen gestellt hat, dass man sie verachtet hat, dass man sie verworfen hat. Bei Jesus letztendlich, dass man ihn verspottet und letztendlich gekreuzigt hat. Weil er ihnen genauso versuchen wollte, den Weg zu zeigen, wie der Mensch als Sünder dasteht vor Gott und wie er als Sünder vor Gott gerecht werden kann. Und der Weg, die Erkenntnis, die Jesus vermittelte und vor allem die Erkenntnis, die Johannes der Täufer schon vorher vermittelte, die hat in das damalige Erkenntnis der Erlösungskonzept nicht hineingepasst, offensichtlich. Aber wenn wir die Botschaften des Johannes anschauen, dann werden wir merken, das ist eigentlich eine ganz einfache Theologie gewesen, die er verkündigt hat. Eine ganz einfache Botschaft. Er hat den Leuten nichts anderes gesagt, was sie ganz konkret tun sollten, damit sie vor Gott angenommen werden können. Wir können hier ein paar Stellen lesen in Lukas Kapitel 3. Da wird uns diese Geschichte von Johannes dem Täufer beschrieben, der jetzt hier als dieser angekündigte Elia im Volk auftritt und dort am Jordan erscheint. Und jetzt, das sind inzwischen 30 Jahre vergangen, als der Engel Gabriel dem Zacharias angekündigt hat, dass dieses Kind das Volk zubereiten wird und als der Zacharias seine Aussage gemacht hat, er wird den Menschen Erkenntnis des Heils vermitteln. Und als er 30 Jahre alt war, wird er gerufen von Gott. Und dann steht hier, wie Johannes hier angefangen hat zu predigen. Und Vers 7, da sprach Johannes zu dem Volk, das hinausging, dass es sich von ihm taufen ließe. Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer geworfen. Ist das eine komplizierte Theologie der Erlösung? Wenn wir das anschauen, das kann jedes Kind verstehen. Aber die Leute, die das gehört haben, die waren natürlich nicht sehr froh darüber, dass sie so angesprochen wurden, als Otterngezüchte, nicht als Schlangenbrut, wie man es anders übersetzen könnte.
Wie wollt ihr dem zukünftigen Zorner Trainer mit dem Leben, das ihr führt, mit dem Glauben, mit der Art und Weise, wie ihr euren Glauben lebt, obwohl das religiöse Führer waren? Das heißt, das war eine Strafrede gegen selbstherrliche religiöse Führer, die meinten, sie alleine haben das Recht, den Menschen die richtige Erkenntnis des Heils zu vermitteln. Und wir merken, es war eigentlich hier eine Konfrontation zwischen einem göttlichen Propheten, der Erkenntnis des Heils zu vermitteln hatte, und geistlichen Führern, die auch meinten, sie sind berufen, den Menschen Erkenntnis des Heils zu vermitteln. Und da kamen zwei Theologien, sind aufeinandergeprallt. Eine wahre und eine falsche Theologie des Heils. Wenn man es jetzt mit dem modernen Wort der Theologie zum Ausdruck bringen müssen. Also ein theologischer Konflikt. Wer zeigt den Menschen den richtigen Weg zum Heil? Darum geht's. Und darum ist es immer gegangen, seit dem Sündenfall. Und darum wird es bis zum Ende gehen. Und wenn der Prophet Elia auch am Ende der Zeit in einer Form erscheinen wird, die wir uns dann natürlich noch anschauen wollten und werden, dass wir das richtig definieren, dass wir diesen Propheten Elia dann auch erkennen, wenn er dann auftritt, dass wir nicht verwerfen, weil wir sein Auftreten, seine Identifikation vielleicht nicht verstehen werden. Eine klare Botschaft. Im Vers 10 geht es dann weiter. Und das Volk fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Als er das Volk so ansprach, nicht, und auch die Schriftgelehrten, dann sprach das Volk, was sollen wir denn tun? Damit wir selig werden können, damit wir bei Gott angenommen werden, damit wir richtig leben. Was sagt er? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat, und wer Speise hat, der tue auch so. Ich meine, ich bin nicht der Überzeugung, dass das die einzigen Worte sagen, sind, die der Johannes dort gepredigt hätte oder hat. Der Johannes wird das natürlich erklärt haben, was das bedeutet. Und er wird ausgeholt haben. Also ich würde mir gewünscht haben oder ich würde mir wünschen, es würde mindestens eine Predigt da drinnen stehen, die der Johannes dann wirklich gehalten hat. Das ist eine Kurzfassung, aber das zeigt, worauf hier der Akzent gelegt war. Da gab es keine hohe Theologie, was der Mensch alles theologisch erst verstehen muss, damit er gerettet werden kann, sondern in letzter Konsequenz lief es darauf hinaus, wie lebst du? Wie lebst du mit deinem Mitmenschen? Wie gehst du um mit dem, was Gott dir anvertraut hast? Siehst du die Not des Menschen, wenn er ärmer ist als du? Natürlich heißt das nicht, dass Theologie nicht notwendig war. Denn die Auseinandersetzung des Johannes war ja letztlich, und auch bei Jesus sehen wir das noch mehr, und dann später bei Paulus merken wir es noch mehr. Das heißt, die theologische Auseinandersetzung, wo es auch um die Theorie der Erlösung gegangen ist, die ist dann immer intensiver geworden, schon in den ersten Jahren des Christentums. Und hat sich dann im Laufe der Geschichte mehr und mehr intensiviert, weil immer mehr Irrlehren eingeflossen sind und man nicht mehr richtig wusste, was soll man denn jetzt wirklich noch glauben. Die Zöllner waren da, die verschiedenen Gruppen, nicht? Es kamen auch die Zöllner, dass sie sich taufen ließen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch verordnet ist. Eine kurze, präzise Botschaft. Da fragten ihn auch die Kriegsknechte und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und Unrecht und lasst euch genügen an eurem Solde. Einfache Botschaft und trotzdem tiefes Herz gehend. Und wir wissen, dem König Herodes ist er begegnet, nicht? Und hat ihn ganz konkret zur Rede gestellt, hat keine Scheu davor gehabt, auch einem König zu sagen, was recht ist und nicht recht ist. Und er wusste, dass ihm das Leben kosten konnte. Und was haben sie gemacht mit ihm? Mit diesem Boten, der gekommen war, der angekündigt war, um ein Volk zu bereiten, dem Herrn zu bereiten. Jesus hätte eigentlich, wenn wir dem Engel Gabriel glauben und auch dem Nehemia, dem Malachi glauben, wenn das so angekündigt war, dann hätte Jesus eigentlich ein vorbereitetes Volk gehabt. Dann hätte er eigentlich nicht erst müssen wieder bei Null anfangen und wieder zu predigen beginnen. Das war doch nicht der Plan mit dem Johannes dem Täufer, mit dem Propheten Elia, der da kommen sollte. Wir merken schon, dass wir hier
auf ein Problem stoßen, wo wir sagen, ja, wie, wo wir die Frage stellen müssten, wie kann denn, obwohl das Ganze jetzt so beschrieben wird, wie kann denn Jesus dann noch immer gesagt haben, später, kurz vor seinem Tod, noch gesagt haben, wo er schon gemerkt hat, was man mit Johannes dem Täufer dann letztendlich gemacht hat? Wie konnte er denn dann immer noch sagen, er ist der Elia, der da kommen soll? Aber sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Was ist da von dem Elia überhaupt noch übrig geblieben? Keine Herzen der Väter waren bekehrt. Die Ungehorsam wurden nicht zur Klugheit der Gerechten geführt, außer einigen Paar. Wir werden das nächste Mal darüber sprechen, dass Johannes natürlich einen gewissen Erfolg hatte. Aber was aus diesem Erfolg dann übrig geblieben ist, das werden wir uns dann auch anschauen. Oder dass er dem Herrn ein Volk zubereitet hat. Eigentlich ein Werk, das ganz anders beschrieben wurde prophetisch, als es letztendlich gekommen ist. Und da steht nirgends, dass das eine bedingte Prophezeiung war, die Gott hier angekündigt hat. Alle diese Prophezeiungen an den Propheten Elia, auch das, was der Engel Gabriel hier angekündigt hat, was der Zacharias in seinem Lobgesang hat, angekündigt hat, das ist alles, liest sich alles so, als würde das absolut geschehen. Und wir merken jetzt, es ist eigentlich kaum etwas davon geschehen. Warum das so war, das haben wir auch gesehen. Hier war eine Konfrontation da. Menschen wollten eigentlich den Propheten, den Gott ihnen gesandt hat, nicht annehmen. Und deshalb wollten sie dann auch den, auf den er hingewiesen hat, nicht annehmen. Und Jesus hat dann mit Recht gesagt, sie taten mit ihm, was sie wollten. Aber wenn wir den Text dort dann weiterlesen, unterschlagen wir jetzt abschließend noch das Markus-Evangelium auf. Und die Version, die wir bei Markus finden, Markus Kapitel 9, da hat dann Jesus diesen Gedanken etwas weitergeführt, ist nicht bei Johannes dem Täufer alleine stehen geblieben, sondern in Kapitel 9 sagt er hier, er aber sprach zu ihnen, das ist immer noch diese Geschichte, wie sie die Jünger vom Verklärungsberg gekommen sind, im Vers 12, er aber sprach zu ihnen, ja, zuvor kommt Elia und bringt alles wieder zurecht. Noch einmal hier, er wird alles zurechtbringen, er bringt alles zurecht, das wird so sein. Eine absolute Erwartung, die Jesus hat. Und wie steht geschrieben von des Menschensohn, dass er viel leiden soll und verachtet werden? Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen, noch einmal hier diese Aussage, und sie haben an ihm getan, was sie wollten. Aber Jesus fügt jetzt noch einen Satzteil dazu, und der ist mir jetzt sehr wichtig. Wie von ihm geschrieben steht. Da steht jetzt nicht, sie haben mit ihm getan, was sie wollten und meint damit Jesus, dass an ihm sich dann alles erfüllt hat, wie von ihm geschrieben steht, denn das kennen wir, da stand ja vieles geschrieben, was man Jesus antun wird, was der Messias erleiden würde, dass sie ihn ausrotten werden, nachdem er nach 7 Wochen und 62 Wochen kommen würde. Sondern hier sagt Jesus, Elia ist schon gekommen, dass sie haben mit ihm getan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Und jetzt würde ich euch gerne eine Aufgabe bis zum nächsten Mal geben. Wir wissen, dass im Alten Testament von Jesus immer wieder gesagt wird, hat sich alles erfüllt, was von ihm geschrieben stand. Und wenn man dann fragt, wo stand denn das geschrieben, was von Jesus vorausgesagt war und prophezeit war, dann kann sicher jeder von euch auf irgendwelche Prophezeiungen hinweisen im Alten Testament, wo da Propheten vorausgesagt haben, was sich in jedem Leben Jesu erfüllt hat. Aber die Aufgabe, die ihr machen könnt, wäre jetzt herauszufinden, wo steht im Alten Testament vom Propheten Elia, und in dem Fall von Johannes dem Täufer, von diesem Wegbereiter, dass sie mit ihm machen werden, was sie wollten,
Und dass sie letztendlich, und wir wissen, dass Johannes der Täufer ist ja dann geköpft worden, er ist ja getötet worden. Jetzt müsste eigentlich auch von Johannes dem Täufer eine Prophezeiung oder irgendwelche Prophezeiungen im Alten Testament zu finden sein, wo sein Leidensweg, sein Schicksalsweg beschrieben ist. Denn Jesus hat gesagt, wie von ihm geschrieben steht. Versucht das herauszufinden, wo man das finden kann. Und wäre interessiert, vielleicht kann mir der eine oder andere dann bis zum nächsten Mal schon vielleicht in einem E-Mail eine Nachricht schicken oder vielleicht das nächste Mal über das Chat vielleicht etwas eingeben, welche Stellen er da gefunden hat, wo das zu finden sei. Bin schon sehr neugierig, was ihr da finden werdet und möchte euch einladen, dass ihr dieses Studium auch für euch wirklich mit Ernsthaftigkeit verfolgt. Denn wir sind hier dabei, den göttlichen Weg der Erlösung zu studieren, den göttlichen Plan der Erlösung, wie ihn Gott ursprünglich für sein Volk zunächst vorgehabt hat und was daraus entstanden ist. Und wir sind auch hier zu studieren, wie wir biblische Prophezeiungen zu verstehen haben. Wie ist es möglich, dass der Propheten so ganz konkret ankündigt, sogar ein Engel vom Himmel kommt und ganz konkret ankündigt, was sein wird, und dann kommt das nicht. Das sind alles Fragen, die wir im Zusammenhang mit dieser Prophezeiung des Elia vielleicht besser verstehen lernen werden. Möge Gott uns helfen, dass diese Gedanken, die wir heute am Abend wieder miteinander überlegt haben, dass sie uns begleiten, dass sie euch auch persönlich herausfordern, diese Thematik vielleicht für euch noch genauer anzuschauen. Manches ist vielleicht schon bekannt, etwas Wiederholung dabei für manche, aber ich habe gemerkt, für viele eine große Verwirrung, wie wir mit dieser Prophetie, mit diesen Aussagen des Propheten Elia und mit diesem Werk des Johannes umgehen, der dann letztendlich ja auch dann wieder ein Sinnbild sein wird für das, was Gott am Ende tun wird. Gott helfe uns, dass wir aus dieser Geschichte der Vergangenheit, wo wir schon zwei Personen finden in der Bibel, der erste Elia und der zweite Elia haben, wo wir aus diesen Geschichten lernen, wie Gott gewirkt hat und was dort Gott tun konnte und was er dort nicht tun konnte, wo Menschen nicht bereit waren, diesen Propheten zu hören und auf die Stimme des Herrn zu achten. Gott helfe uns, dass wir diese Zusammenhänge richtig erkennen. Darf ich einladen, noch abschließend zu einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen für diese Zeit, die du uns wieder geschenkt hast, für diese Gedanken, die wir uns machen durften, dass du uns dieses Beispiel von Johannes dem Täufer vor Augen gestellt hast, in den verschiedensten Situationen, in diesen Umständen, in denen er lebte, was du mit ihm vorhattest, welches Heil du dem Volk damals und damit dieser Welt damals schon bringen wolltest und was letztendlich daraus geworden ist. Herr, lass uns verstehen, dass du ein Gott bist, der niemanden das Heil aufzwingt, der niemanden das Glück aufzwingt, der niemanden die Wahrheit aufzwingt, der sich lieber selbst töten lässt und verspotten und verachten hat lassen, als du, Herr Jesus, auf Erden warst, als den Menschen mit Gewalt die Wahrheit zu vermitteln und den Menschen irgendwo zu überfordern in dem, was er aufnehmen kann. Du hast alles getan, um Menschen die Möglichkeit zu vermitteln. Und du hast deinen Heiligen Geist immer verheißen, dass er bei dem Volke sein wird. Aber du hast auch Bedingungen geschenkt, wie Menschen zu diesem Heiligen Geist kommen können und die Wahrheit dann auch durch die Führung dieses Geistes erkennen können. Hilf uns, dass wir alles ausräumen, auch in unserem Leben, was uns hindert, deiner Wahrheit richtig zu folgen und besonders diese Wahrheiten für diese letzte Zeit richtig einzuordnen und zu verstehen. Danke dir für alle, die das hören und die hier zugehört haben und auch es weiterhin hören werden, dass du diese Worte segnest und dass viele dadurch auch angesprochen werden und ermutigt werden, dein Wort doch genauer anzusehen und sich über den Plan, den du für diese Welt hast, ein genaueres Bild zu machen. Hilf, dass das auch unser Leben
verändert und dass wir dadurch auch näher zu dir kommen können. Schenk uns jetzt auch wieder eine gute Nacht. Lass uns dann auch das nächste Mal wieder in Gesundheit zusammen sein und dein Wort weiter hören können. In Jesu Namen. Amen. Gut, ich danke euch fürs dabei gewesen sein, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt den Gedanken folgen können. Wenn euch irgendwelche Gedanken gekommen sind, auch von eurer Seite her, lasst es mich wissen. Teilen wir es auch mit anderen. Und wenn euch Fragen gekommen sind, dann wäre ich auch interessiert daran, wenn vielleicht das eine oder andere nicht verstanden wurde, dann wäre das auch wichtig für mich, es zu wissen, dass man das dann vielleicht noch besser erklären kann. Ja? Lest dann noch diese Eingabe, die Himmelsrichtungen, die angegeben werden, entsprechen doch nicht den geflogenen Redewendungen. Man sagt Nord, Süd, Ost. Was liegt hier eine Bedeutung im Text? Ja, bei Amos von einem Ende bis zum anderen nicht, wie er da sagt. Es ist einfach eine Beschreibung in einfacher Form, die trotzdem die weltweite Dimension zum Ausdruck bringt. Ja? Hin und her laufen. Also das heißt, nach allen Ecken und Wänden der Mensch, wenn er Zeit gehabt hat, die Wahrheit zu haben, und er kommt dann drauf, dass er es versäumt hat, diese Wahrheit anzunehmen und dann auf die Suche geht, dann wird er wahrscheinlich überall hingehen, wo er nur kann. Es ist einfach ein Ausdruck, dass Menschen alles Mögliche unternehmen werden und hin und her laufen werden, wo überall das. Ich würde diesen Text auch in Verbindung bringen mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da kommt ja auch eine Zeit, wo diese törichten Jungfrauen zu den Klugen gehen und sagen, gebt uns von eurem Öl. Offensichtlich haben sie versäumt, sich genügend Öl zu besorgen und jetzt merken sie, jetzt kommt der Herr und jetzt haben sie zu wenig Öl. Und da rennen sie auch und schauen. Und dann wird ihnen von diesen klugen Jungfrauen interessanterweise gesagt, wir können euch das nicht geben, wir haben selbst nicht genug. Um nicht selbst zu wenig zu haben, bis der Bräutigam kommt. Und das ist eine interessante Aussage, die da gemacht wird. Wie können gläubige Menschen, wenn die klugen Jungfrauen Sinnbild für gläubige Menschen stehen, wie können die so hart sein, dass sie dann Leuten, die von ihnen die Wahrheit haben wollen, das Licht haben wollen, wie kann es sein, dass sie ihnen das dann verweigern? Da liegt auch eine tiefe Weisheit dahinter, eine tiefe Überlegung dahinter, die wir es einmal im Zusammenhang mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen uns näher anschauen können. Aber offensichtlich wollte Jesus hier auch durch dieses Gleichnis sagen, dass hier eine Situation eintreten wird, wo Menschen, die vorher versäumt haben, die Wahrheit zu kennen, die Wahrheit aufzunehmen, dass sie nicht mehr bekommen werden, obwohl sie es wünschen, obwohl sie es haben wollen. Also wird hier diesen Text in Amos 8,12 auch mit dieser Geschichte von den Jungfrauen in einer gewissen Weise in Verbindung bringen. Hoffe, dass das eine Hilfe war auch für diesen Text hier. Und ja, wenn keine weiteren Fragen da sind für heute, dann grüße ich euch wieder herzlich, verabschiede mich und wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Der liebe Gott mit euch und mit uns allen. Amen.